Willkommen zum leider letzten Part von Let's Play Super Mario Sunshine. Wir haben 93 Insignien, 238 blaue Münzen und jetzt brauchen wir eben 100, wollte ich sagen. 10 gelbe Münzen dazu habe ich eben schon ein paar aus dem Wasser gefischt. Da aus dem Wasser, wo jetzt noch zwei andere Münzen liegen. Und so, jetzt haben wir über 10 Münzen. Die brauchen wir nämlich, um eine Mission abzuschließen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht übrigens auch noch, ihm fehlt doch da noch was. Ja, richtig, mir fehlen noch 100 gelbe Münzen in Isla Delfino. Soll ich dich für 10 Münzen zur Pista Delfino bringen? Ja, zusehe, es ist Zeit, bla. Ich bin Kapitän. Und bin ein freier Mensch. Das hier ist, der Hafen von Delfino. Wenn ihr euch zurückerinnert, hier hat unsere Reise angefangen. Hier haben wir den ersten Schleim weggesprüht. Hier war die erste Mission. Ich werde hier erstmal kurz das hier benutzen. Okay, das ist jetzt unwichtig. So. Denn hier gibt es noch eine blaue Münze. Das ist die letzte blaue Münze, die es in dieser Delfino gibt. Und ich kann euch sagen, hier wo ich jetzt bin, kommt ihr nur dann hin. Also dieser Schiffsfahrer ist erst dann da, wenn die Stadt überschwemmt war. So, dann kann ich euch mal sagen, bei den Ems kommt nichts Besonderes raus. Hier kommt keine blaue Münze raus, hier kommt nur eine normale Münze raus. Das macht also gar keinen Sinn. Quasi. So, dann rechnen wir eben hier rüber. Denn jetzt gibt es hier zwei Sachen. Erstens gibt es die 8 roten Münzen Mission. Und außerdem, wenn man hier 100 gelbe Münzen sammelt, dann ist es wie, als hätte man in Isla Delfino, der Hauptstadt, 100 Münzen gesammelt. Man kann zwar auch in Isla Delfino 100 Münzen sammeln, aber scheiße, ich bin ja gerade hier Freier eben. Egal, wir haben genug Zeit hier, ihr seht, 1,43, also die Mission ist nicht irgendwie kompliziert. Ist hier noch eine rote Münze? Nicht sehr schwierig. Und ihr seht schon, ich habe schon die Hälfte der Münzen, die ich brauche, für die 100 Münzen, habe ich schon dabei, wenn ich gerade gar nicht auf die Münzen fixe. So, gar nicht. So, hier gibt es dann noch eine rote, die wir erreichen wollen. So, wenn wir eben hier rumdrehen, eine scharfe Kurve und hier rauf. Aua. Ihr seht, wir haben so verdammt viel Zeit. Es ist so eine verdammt einfache Mission. Und damit hätten wir die 8 roten Münzen damit geschafft. Das wäre das letzte Mal, dass wir in diesem Spiel... Aua. Dass wir in diesem Spiel 8 rote Münzen sammeln. Das allerletzte Mal. Und damit hätten wir die Insignie Nummer 94. Aha. Und ihr seht, wir haben 239 blaue Münzen. Das heißt, uns fehlt noch eine einzige blaue Münze. Die werden wir natürlich auch noch holen. Und ihr seht hier, wir haben jetzt noch 77 Münzen. Die Münzen, die wir da nämlich gesammelt haben, zählen nämlich zu dieser Stadt. Das heißt, man kann hier sich nämlich, wenn man echt hobbylos ist, 999 gelbe Münzen holen. Das habe ich mir sogar mal, das habe ich echt mal gemacht. Das ist schon lange her, da war ich mal hobbylos, ganz toll und so, aber ich habe es echt mal gemacht. So, und man muss halt nur jedes Mal wieder 10 Münzen bezahlen, wenn man zu dieser Insel hier will. So, roten Knopf müssen wir diesmal nicht drücken. Geht alles ganz gechillt und einfach. Sammeln wir eben hier ein paar Münzis. Boah, ich finde das ziemlich lustig mit dem übers Wasser hier rüber rasen. Moment, hier gibt es ja ganz viele Münzen. Und brauchen wir uns ja gar nicht bemühen. Wenn er einfach hier lang rennt, stimmt ja. So, und damit hätten wir die 100 Münzen. Okay, er macht uns jetzt hier nochmal Umstände, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So. Das werden wir jetzt ohne Schwebedüse hoffentlich schaffen. Dürfte nicht so schwer werden. Und wir haben es geschafft. Und das ist Insignie Nummer 95. Diese Insignie hätten wir zwar schon ganz am Anfang des Spiels machen können, weil wir einfach nur 100 Münzen in der Stadt dafür sammeln müssen. Aber ich habe es dann jetzt gemacht. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Statistiken an. So. Ja, wir haben überall die 100 Münzen-Insignie, alle anderen Insignien, die es gibt. 15 in Piazza Delfino, das sind nämlich alle 2 in Pista Delfino, insgesamt 95. Und wir haben hier alle blauen Münzen, 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 hier gibt es nur 20 in Delfino-Dings. Und in Colia Corona gibt es 10 und da haben wir 9. Das ist nämlich diese eine blaue Münze, wo mich mein R-Knopf verarscht hat. Normalerweise hätten wir schon
alle blauen Münzen. Naja. Wie dem auch sei an dieser Stelle. Es wird vor allem jetzt gleich ziemlich cool, wenn wir die 240 blauen Münzen alle auf einmal abgeben. Dann erreichen wir in diesem Part hier so viel. Haben wir schon allein über 24 Insignien hier erhalten in diesem Part. Yay! Rein da zu Colina Corona. Das letzte Level von Let's Play. Das heißt, das letzte Level von Let's Play Super Mario Sunshine. Das letzte Level von Super Mario Sunshine. Könnt ihr schon ahnen? Wieso bin ich eigentlich gerade an dem Leben vorbeigeflogen? Jedenfalls könnt ihr schon ahnen, was hier der letzte Boss sein wird. Ist es Mario Morgana, der uns die ganze Zeit geflohen ist in unserem Spiel? Ich denke nicht. Aber was... Irgendwas muss Mario Morgana ja noch mit der ganzen Sache zu... Cool. So, jetzt sollte es nicht mehr laggen. Ich habe eben was an den Einstellungen geändert. Ich hoffe, das ist auch gut so. Das Ding, was wir eben verloren haben, haben wir da schon direkt wiederbekommen. Und das war schon wieder doof. Alter, was mache ich denn hier gerade? Gut. Aber es ist nicht schlimm, wir wollen jetzt hier nur eine blaue Münze holen aus Colina Corona. Und dann können wir uns hier schon wieder davon machen. Vorerst zumindest. Wir werden gleich wieder zu diesem Ort hier gehen. Vorerst können wir... brauchen jetzt erstmal nur die blaue Münze. Dann haben wir alle 240 blauen Münzen. Und das ohne im Internet nachgeschaut zu haben. Ich habe sie alle offscreen gesucht. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ist mir jetzt Schnuppe. Jedenfalls solltet ihr wissen, ich habe da mehrere Stunden in die Suche investiert. In diesem Ecke. Ich hatte sie zwar schon mal alle privat. Aber... ja, man vergisst halt so ein paar blaue Münzen. Logischerweise. Ich meine, bei 240 kann das echt mal passieren, dass man da was vergisst. So, jetzt wieder das Brot. Genau, das Brot des Schreckens. Nein, das Brot des Schreckens. Genau. Ja, genau, Mario. Hoffe ich aber auch für dich, dass du dich hier mal anstrengst. So. So. Ist kein Problem eigentlich das Boot. Man sollte, mein Tipp an euch, einfach nur vorsichtig steuern. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn das Boot mal in die falsche Richtung fährt. Ich frage mich immer noch, warum hier ein Wasserspender ist, als würde man so viel Wasser brauchen, um hier sicher rüberzukommen. Man kann es doch jetzt bleiben, ganz ehrlich, Entwickler. Ich meine, sie haben es ja nur gut gemeint, aber da haben sie es echt zu gut gemeint, glaube ich. Wo war die blaue Münze? Da irgendwo, oder? Da ist die letzte blaue Münze, die uns fehlt. Ich kann eigentlich direkt in den Tod springen für die blauen Münzen. Ich meine, wir brauchen ja nichts mehr vorerst. Shit. Nein, falsche Richtung. Egal. Hier werden wir dann auch bald hoch. Das machen wir erst später. Wir sammeln jetzt die letzte blaue Münze ein. Katsching. Speichern und fortfahren. 240 blaue Münzen. Ist mir scheißegal, dass du jetzt tot bist. Bleib meinetwegen tot. Das ist auch nicht schlimm. Dann würde ich sagen, Kurs verlassen. Und jetzt werden wir die 240 blauen Münzen in 24 Insignien umtauschen. Ist das... ja, Epic Fail. Ist das geil oder ist das geil jetzt gleich? Das wird klingeln in der Kasse, würde ich sagen. Frag mich sowieso. Ich glaube, die Leute wollen gar nicht, dass die Sonne wiederkommt, wenn sie da selber 24 Insignien in ihrem Haus hier drin verschanzt haben. Naja. Es tut mir irgendwie im Herzen weh, die ganzen blauen Münzen jetzt abzugeben. Bovenuto! Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Ich tausche sie gegen Insignien der Sonne. Ich gebe dir 24 Fakultät. Einverstanden? Ja! Wirklich? Du meinst es ernst, nicht wahr? Keine Rückerstattung. Ja. 24 Insignien! Woo! Das tut weh, 0 blaue Münzen da zu sehen. Oh, das sieht geil aus, von 95 auf 119. Wow.
Und damit haben wir 119 Insignien. Es fehlt nur noch eine Insignie. Dreimal dürft ihr raten, wo wir die bekommen werden. Vielleicht ja im Endfight, wer weiß. Also, es könnte ja sein, eventuell. Toll. Dass wir die im letzten Fight bekommen werden. Beziehungsweise nach dem letzten Fight. Denn irgendwo muss es ja eine geben, die gestohlen wurde. Beziehungsweise eigentlich wurden ja alle gestohlen. Und jetzt ein letztes Mal. Colina Corona. Willkommen zum Finale von Let's Play Super Mario Sunshine. Schön, dass ihr da seid. Moin Moin. Und hallo. Und ich finde, diese Lava sieht nicht sehr real aus. In Galaxy sieht die viel cooler aus. Hier sieht sie so aus. Nacho-Soße. Wie nennt man denn diese Nacho-Soße? Kennt sich doch bestimmt jemand von euch mit aus. Ich meine, ich kenne mich mit Chips allgemein aus, aber ich bin gerade Nachos. Nö, nö, nö. Nein, nein, nein. Okay, Chips. Wow. Was isst ihr gerne für Chips? Frage an dieser Stelle. Das ist total egal, aber egal. Ah ja, es ist egal, egal. So. Damn shit. So, holen wir uns nochmal eben das Leben hier zurück, was wir schon mehrere Male verloren haben. Ich habe damals immer gedacht, dass die Plattform sinkt, aber nein. Die Wand bewegt sich einfach nur so komisch hin und her. Also, hat halt Bogen um die Wand. Egal, Wände dürfen sowas auch mal machen. Ein letztes Mal vorsichtig durch den Parcours bewegen. Ich hoffe zumindest, dass es ein letztes Mal sein wird. Scheiße, war das knapp. So, dann schwimmen wir eben hier vorbei, beziehungsweise fahren wir hier vorbei. Ein bisschen nach links drehen. Nicht zu weit, bitte. So. Perfekt durch. Jetzt ein bisschen hier hin. Und jetzt können wir voll Speed geben. Aber ich würde nicht zu viel Speed geben, sonst packt man sich quasi in den Tod. So. Was diese Fläche auf sich hat, keine Ahnung. Gar nichts. Jedenfalls gibt es hier nochmal die Raketendüse für uns. Die werden wir brauchen, um dort nach oben zu kommen. So. Vielleicht eigentlich hier die Kamera an sich so zu drehen, dass man... Okay. Es bringt eigentlich nicht viel, die Kamera an sich zu drehen, aber... Nicht ehrlich. Wow, ich dachte, ich wäre tot. Ich dachte, ich wäre schon... Moment, nehmen wir jetzt neues Wasser. Komm schon. Juhu. So, eigentlich sollte man die Kamera an sich echt drehen, aber... Stampfattacke würde ich euch hier nicht empfehlen, denn wenn man vorbeispringt, dann ist die Gefahr sonst groß, dass man mit der Stampfattacke in der Lava landet. So. Ihr seht dort oben schon eine dunkle Wolke. Wird das Ende unserer Reise sein? Wird das unser Tod sein? Oho. Übel Lack gerade. Ich finde es gerade ein bisschen scheiße. Warum komme ich hier nicht hoch? So schwer ist es echt nicht. Cool. Das Spiel wieder komplett gehangen gerade. Es leckt wieder. Was soll die Kacke? Was soll die Kacke? Moment, ich mache den Bildschirm kurz schwarz. Oh, ja, wir wollen nicht rassistisch sein. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Virenprogramm mal wieder irgendwas updatet. Mein Virenprogramm ist so ein Scheiß. Es schützt zwar echt gut, aber andererseits möchte ich nicht, dass es immer updatet, wenn ich keinen Bock drauf habe. Aber machen das nicht alle Virenprogramme? Okay. So. So, nun das Schwerste. Bitte, 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 nein, nein. Damn. Kacke, jetzt ist die Raketendüse eh gleich leer. Bringt jetzt echt nichts mehr. Wovon geht's hier noch an zu reimen? Das wird so richtig episch. So. Komm schon, du kannst ja wohl einfach mal da hoch. Dankeschön, wir haben es geschafft. Kann ich fast behaupten. Wenn wir jetzt noch runterfallen, dann sind wir echt scheiße. Beziehungsweise ich bin dann scheiße. Und unser Wasser ist leer. Uah! Das Wasser ist toll, oder, mein Sohn? Ja, Papa. Komm doch rein, Mama Peach. Ich glaube nicht, da unten ist eine Insignie, Leute. Mario. Du, schon wieder? Gibst du niemals auf? Mario. Wie kannst du es wagen, meinen Familienurlaub zu stören?
Willkommen zum letzten Bossfight von Super Mario Sunshine. Lasst uns das Schwein an den Mast nageln. Wo wir das Wasser her haben, habe ich keine Ahnung. Minibose wird versuchen, uns daran zu hindern, die Wanne kaputt zu machen. Das ist sehr effektiv. Macht das noch 4 weitere Male. Scheiße, das ist ein Leben. What the fuck? Was zum Teufel? So. Das ist eigentlich sehr einfach, das Prinzip. Jetzt müssen wir die Sprühdrüse benutzen, um Bowser davon abzubringen. Scheiße. Sein Feuer hier zu benutzen. Und Minibose möchte uns hier halt ein bisschen dissen. Aber das ist kein Ding! Bams! Noch 3-mal. Und ich finde scheiße, dass es leckt. Ich könnte jetzt auch warten, bis mein Virenprogramm fertig ist, aber es kann eine Weile dauern. Mein Virenprogramm ist ein... Wow, ein sehr langsames Virenprogramm. Aua. So. Und dann wechselt er auch schon wieder die Richtung. So, also ihr seht, das ist alles kein großes Ding. Man sollte nur aufpassen, dass einem das Wasser nicht ausgeht. Ne, noch 2-mal Mario. Okay, Leute, noch... 2-mal... Aua. Und Mario, du bist ein Vollhonk. Das können wir hiermit nochmal offiziell sagen. Was zum Fa... Was zum Teufel? Ich bin im letzten Bossfight von Mario Sunshine gestorben. Der Bossfight ist eigentlich so lächerlich. Naja, egal. Bam, mit dem Arsch richtig drauf. Die Wanne ist böse. Die Wanne möchte uns nicht lieb haben. Und der Kugelwilli möchte das noch viel weniger. Oh, oh. Ja, okay, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Minibose so ein Ärgernis wird hier. Aber anscheinend möchte er es richtig drauf anlegen. Er möchte zeigen, dass er einen großen, dass er einen richtig großen Triumph will. Ich meinte damit nicht, dass er einen großen hat. Das wollte ich niemals sagen, Leute. Denkt ihr so falsch über mich? Ey, komm schon. Und rums. Noch 2-mal Mario. Wieso leckt das so? Alter, ich... krieg gleich die Krise. So, kleinen Moment, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, es wird nun besser funktionieren. Von Lecks her. Und sonst werde ich derbe verarscht. Rums! Es gibt noch eine Stelle. Okay, gut. Gleich haben wir den Bossfight besiegt. Den Bossfight besiegt. Genau, den Boss besiegt. Und damit hätten wir es geschafft. Die, Bowser! Die! Wir haben es geschafft. Ey, leck doch nicht. Das ist episch. Und natürlich hat die Bitch wieder eine Extrawurst und muss nicht auf ihren... auf ihrem Hintern. Auf ihrem Hinterteil. Auf ihren C&A-Schuhen. Achtet auf den Hintergrund, da ist ein rotes X. Das ist ein Bug oder so, ich weiß auch nicht warum. Da wird immer ein rotes X in den Credits angezeigt, auch wenn man's... Und jetzt wird's traurig, Leute. Gänsehaut. Jedes Mal wieder kriege ich Gänsehaut bei dieser Szene. Mario, konnte ich dir helfen? Damn, Alter. Wenn ihr mich sehen könntet, was ich für eine Gänsehaut habe. Mario, sieh nur. Und Peach interessiert sich einen Scheiß dafür, dass wir das hier... Alter, dafür könnte ich ihr schon wieder so den Arsch aufreißen komplett. So in 10.000 Teile. Ist sie. Wir haben alle Insignien zurückgebracht. Lasst uns feiern, Leute. Oh, ich bin ein Opa. Nur doch. Ja, ich meine den Opa da vorne. Und die chillen. Junge, ich muss dir etwas Schwieriges sagen über Prinzessin Peach. Ich weiß, sie ist nicht wirklich meine Mama.
Eines Tages, wenn ich groß bin. Wie nice. Möchte ich Mario erneut herausfordern. Das ist mein Junge. Wohlan, mein Sohn. Das Königsgeschlecht der Koopas ist so stark wie nie zuvor. Aber jetzt lass uns ein wenig entspannen. Ja. Aber es muss immer ein Happy End geben. Und dafür sind die Toads zuständig. Dein Urlaub fängt jetzt an. Und das Spiel ist vorbei. Das war's mit Let's Play Super Mario Sunshine zu 100%. Es ist unglaublich. Shigeru Miyamoto. Alter, wenn du eine Frau wärst. One Night Stand. Ehrlich. Dieses Spiel ist so göttlich, es hat mir richtig Sommerstimmung gemacht. Ich muss sagen, als ich das Projekt angefangen habe, war es scheiße kalt draußen. Da war das richtig scheiße kalt draußen. Da war es morgens minus 20 Grad circa. Das war sehr kalt. Aber ich muss sagen, jetzt ist es schon wärmer und vielleicht liegt es auch nur an dem Spiel. Es liegt bestimmt an meinem Let's Play, dass es in Deutschland und allgemein jetzt wahrscheinlich wärmer wird. Das liegt nur an mir, hey Leute. Braucht mir nicht so da sagen. Ja, es ist ja okay. So. Die Bilder finde ich übrigens sehr episch und Peach, Alter, ich hätte sie so gerne im Vulkan schmoren lassen, ganz ehrlich. Fühlt sich immer so cool und hat nicht, war nicht mal traurig, als er direkt weg tot war, halb tot. Aber Toads, ihr habt es geschafft, ihr habt den Dreck weg und uns damit ein Happy End beschert. Was kann ich zu dem Spiel sagen? Es ist ein sehr cooles Spiel und ja, ich bin traurig, dass es vorbei ist. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Fun gemacht, dieses Play. Wer das nicht gemerkt hat, der gehört echt verkloppt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was als nächstes kommen wird. Es wird wahrscheinlich bald Let's Play Amnesia kommen. Genaueres will ich noch nicht sagen, denn ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal eine Let's Play-Pause machen. Da wird es aber nochmal eine Ankündigung geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das ist die Belohnung, wenn man 100% des Spiels hat. Ein Bild. Für alle blauen Münzen. Ah. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dem Let's Play einen schönen Abschied geben wollt, dann unterstützt es doch durch einen Daumen nach oben. Ein Favorit kann an dieser Stelle nicht schaden. Das ist würdig für diesen Abschied des Spiels. Und kommentieren kann nicht schaden. Hat es euch gefallen, das Let's Play? Ich hoffe doch. Bis zum nächsten Mal. Euer Crazy Zocker. Ciao.